im deutschen Cloud-Geschäft sind ja auch vor allem Amazon mit AWS und Microsoft mit Azure stark aufgestellt. Wie will sich denn Google in diesem Wettbewerb behaupten? Also ich denke, wir sind sehr, sehr lange in dem Cloud-Geschäft. Das heißt, wir sind eigentlich eine Firma, die in der Cloud geboren wurde. Das heißt also, die Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, die Investments, die wir machen in Infrastruktur und Security, sind sicher Dinge, die uns von der Konkurrenz abheben. Die anderen Dinge wie Innovationen, was Data Analytics, Business Intelligence, das Durchsuchen von unstrukturierten Daten anbetrifft, die Tatsache, dass wir viele dieser Innovationen auch dafür verwenden, Google an sich zu betreiben, gibt uns ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Markt. Welche Branchen würden Sie denn sagen, sind denn ganz vorne mit dabei, wenn es um Cloud Computing geht, und welche haben vielleicht noch Nachholbedarf? Also ich denke, was natürlich ganz natürlich passiert, dass die ganzen neuen Tech-Branche, Startups oder Technologiefirmen sehr cloud-affin sind. Vor allem, wenn ich ein Business heute starte, dann würde ich mir überlegen, keine Infrastruktur mehr aufzubauen. Ja. Und dann gibt es bestimmte Branchen, wo ich sage, ja, die gehen vielleicht noch etwas forscher voran. In dem Bereich würde ich wahrscheinlich Retail zählen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Manufacturing da weit hinterher steht. Der deutsche Markt ist natürlich sehr relevant für uns. Ja. Also erstens mal ist Cloud an sich ein Wachstumspfeiler für Google als Unternehmen, und da gehört natürlich Deutschland ganz prominent dazu. Warum eigentlich sollten Firmen ihre Daten in die Cloud packen? Ich denke, da gibt es unterschiedliche Gründe für Firmen, in die Cloud zu gehen. Das eine ist sicherlich, das eine Thema, wo man sich emotional Gedanken drüber macht, ist Security. Ich glaube, dass es kaum Firmen gibt, die ähnliche Security-Vorkehrungen treffen können, wie es ein Cloud-Provider wie Google tun kann. Wie sieht es denn um den Datenschutz aus? Was passiert beispielsweise, wenn ein US-Gericht die Herausgabe von im Ausland gespeicherten Daten verlangt? Was machen Sie da? Das ist für uns eigentlich ein Standardprozess, muss ich sagen. Das ist ein Standardprozess, der nicht nur für die US-Regierung gilt, sondern der gilt weltweit. Wir haben eine Website, einen Transparency Report, und da kann sich jeder im Netz anschauen, aus welchem Land wir wie viele Requests dieser Art bekommen. Wenn wir so einen Request bekommen, haben wir ein komplettes Legal Team, das so eine Anfrage überprüft, ob die rechtens ist und ob die auch eng genug gefasst ist. Wenn diese Anfrage nicht unseren Rechtsempfinden entspricht, dann würden wir auch dagegen vorgehen. Horizont und Turi 2 TV.